Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin momentan kommt von den Frakta und ich bin wieder in Total War Arena in der Closed Alpha. Und wir schauen uns jetzt erstmal in Ruhe und Frieden das noch mal ein bisschen an. Wobei, was ich erst dann machen wollte, das war die Aufrüsten. Wobei ich das ein bisschen, weiß nicht, ich kann mich aber gar nicht mehr so richtig erinnern, wie das bei der quasi alten Version war. Naja, egal. So, Scouts. Oh, das machen wir gleich. So, Commanders. So, der Germanicus ist jetzt schwere Infanterie. Caesar hat scheinbar nicht mehr den... Doch, Ranged Warfare. Artillerie, genau. Und Scipio ist immer noch Reiterei, oder was? Der Dissikian, Leonidas, Arminius, Vercingetorix. Ey, doch, die sind noch da, von die wir soweit kennen. Dann könnte ich mir eigentlich auch wieder meine römische Kavallerie aufbauen, oder? Eigentlich wäre das mal ein Master. Machen wir. Passt schon. Warte mal kurz. Los, zack. Heavy Infantry, genau. Ja, nee. Ja, ist geil. Ja, passt. So, da haben wir. Ja. Was denn alles Gutes. So, nix ist gut. War mal. Ja, Katz, geht nochmal auf den Schreibtisch. Jetzt fängt die ja schon wieder an. Weiß mal, Reiter. So, Army. Zack. So, sehr schön. Levislava. Wo kommen die Reiter? Hier. Keleris. Das ist jetzt euer Ernst, ne? Ich muss auf Stufe 6 spielen, bis ich Reiter habe im Leben noch nicht. Ihr macht mich ganz wuselig im Kopf. Ach guck mal, die haben. Waren die vorher auch schon? Gladiatoren? It's too low. Gibt's noch Premium-Reiterei? Wo ist meine Premium-Reiterei? Ich will meine Premium-Reiterei wieder, meine Reiter von Rohan. Die habe ich geliebt. Das haben sie, glaube ich, oder? Ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern. Schon mehr so lange her. Aber es macht direkt wieder, allein das anzugucken, schon wieder Freude. Ja, aber meine Premium-Reiter sind weg. Also entweder kommen die wieder oder sie haben das wirklich komplett jetzt mal umgestellt. Die Artillerie haben sie umgestellt. Das sieht jetzt anders aus. Man muss ja immer erst diese komischen kleinen krüppeligen Dinger da spielen, bevor man gescheite Katapulte bekommt. Das ist schon mal... Da haben wir die Speerwerferabteilung. Da haben wir schwere Infanterie. Das ist halt Premium-Infanterie. Da haben wir die Katapulte. Die Römer haben keine Bogies, hm? Das haben sie jetzt angefangen. Ach, deshalb haben die das vielleicht umgestellt. Die Römer haben schwere Reiterei, schweres Fußvolk, Speerwerfer und Artillerie. Die Barbaren haben... so ein bisschen bekloppte Nahkampftruppen. So Berserker-Style-Fuzis und sowas. Also halbnackte Irre halt. Leichte Reiter. Schützen. Da haben sie noch eine extra Linie an Nahkämpfern. Das müssen wir mal im Auge behalten. Ja, und die Griechen haben... also auch schwere, also richtig schwere Reiterei. Ah, die Römer haben dann die mittlere Reiterei. Okay, die haben hier die schweren, die haben auch Schützen. Die haben keine Artillerie. Die haben halt die Piken, das Klassiker, das schwere Fußvolk und die Pikenträger, also spartanische Hopliden. Sparta! Das ist ja schon fast der Hauptgrund, die Griechen zu spielen, Spartaner zu bekommen. Ja, was auch immer.
Informationen fehlt noch. Okay. Diese Werte kann man noch weiter. Wie sieht es denn beim Baum hier unten? Es gibt leider keine Premium-Reiterei. Zumindest zur Zeit bei den Römern. Langfristig wird es das vermutlich schon geben, denke ich mal. So, ich würde sagen, wir gehen mal in Gefecht. Ja, das, irgendwann müssen wir ja da mit den Römern. Und wieder die Katzen über Mikrofon. Ich weiß gar nicht, warum diese Katzen sich immer direkt ins Mikrofon setzen und schnurren begeistert ins Mikrofon. Wenn der Kater nicht neben dran sitzt und brummt da rein wie ein alter Propeller, kommt die kleine rote Katze setzt sich neben dran, fängt an zu fiepsen und zu schnurren. Es wäre natürlich die Überlegung wert, aber schaffe ich das das Wochenende? Ach, das könnte ich vielleicht schaffen. Den hochzuknüppeln, also ein Fecht jetzt aufzunehmen noch, hier mit den Rothemden, ja, den Red Shirts. Die Red Shirts hier von Star Trek. Wenn ich Spieler finde. Was ist das denn? Was mir aufgefallen ist, die haben diesen Start verändert. Also bis dato war es ja so, wenn man ins Gefecht gegangen ist, kam erstmal diese Karte und da konnte man eigentlich drauf rumzeichnen, um halt einen Plan zu machen, eine Taktik zu besprechen. Fand ich auch sehr nützlich und sehr praktisch und sehr gut. Das haben sie weg. Entweder kommt es vielleicht wieder, das wäre natürlich super, oder sie haben es komplett rausgenommen, weil es missbraucht wurde, weil Panzer gemalt wurden und sonst einen Unfug mitgemacht. Das fände ich aber schade, weil ich fand das wirklich eine schöne Sache, um Taktik zu besprechen. Naja, warten wir mal ab, es ist die Closed Alpha 01, ja, das ist immer geschmeidig, ja. Hauptsache, das Ding ist wieder da, dafür allein bin ich schon einfach nur glücklich. Und gucken wir mal, das Ulgige ist ja, wenn ihr dieses Video zu Gesicht bekommt, sind wir ja schon in der Open Beta, vorher ist ja die NDE nicht gefallen, vorher darf ich das Video nicht veröffentlichen. Bis dahin sehen wir ja, bis dahin wird das alles viel weiter sein, wir werden schon viel mehr wissen. Ja, ich bleib doch nicht allein da unten im Loch. Ich hab ja noch alle Latten am Zaun. Wenn ich hier unten durchs Loch gehe, kann ich zwar den Engpass halten. Naja, mehr oder weniger. Aber wenn da oben einer steht, da haut er mir auf den Kopf. Na gut, andererseits, irgendeiner muss durch den Pass. Alter, komm dann. Komm, tapfere Römer. Rothemden. Sag mal, hatten die Motten? Denn ihre Hemden sind so zerrissen. Dann haben sie aber auch echt den Rest vom Schützenfest. Oh, guck an. Toll, wir finden die Reiter. The enemy has drawn first blood. Push back. In service to Rome. Follow me.
Jetzt die Frage, haben sie Nahkampf, haben sie Fernwaffen? Eher nicht, oder? Toll! War ja klar, dass jetzt wieder alle zu mir kommen. Warum auch nicht? Na, immerhin, ich habe hier zugemacht und ihre Reiter konnten nicht in unseren Rücken kommen und unsere Schützen niederreiten. Soweit habe ich meinen Job hier schon mal erledigt. Ah, guck an, da kommt das Fußvolk, das Feindliche. Was macht ihr da? Was macht ihr da? Formiert euch mal anständig. Also wir binden auf jeden Fall, also wir sperren und wir binden. Das ist ja schon mal okay. Ich habe euch schon Befehl gegeben, euch mit Speeren nützlich zu machen. Sag mal. Ah, jetzt. Carry and feed, all of you. Na, das ging aber schnell. Toll, und jetzt krieg ich noch einen Speer auf den Kopf geworfen, oder was? Von hinten krieg ich auch noch welche. Wie ist denn der jetzt hinter mich gekommen? Ach, der ist durchgebrochen und hat sich dann von hinten nochmal... Okay. Na, egal. Das war dann wohl meine verbündete Reiterei, die da flüchtet. Ist ja super. Läuft. Toll, meine fliehen jetzt auch. Das hat sie ja irgendwie total lang beschäftigt. Ich sag mal, die haben doch... Ja, wir gehen. Das schaue ich mir nicht weiter an, das Trauerspiel. Aber das sind auch nutzlose Einheiten. Ich will endlich Reiter. Also pass auf, Freunde Nacht, wir machen das jetzt einfach so. Ich tue euch das nicht länger an, hier den Rothemden von Star Trek beim Sterben zuzugucken. Das ist ja ein Trauerspiel, das ist ja tragisch. Ich knüppel hier jetzt mal heute Abend Total War Arena. Ja? Ich gucke, dass ich heute noch auf die Reiter komme. Ja, und dann sehen wir uns hier wieder, wenn ich vernünftige Reiterei habe. Da freue ich mich schon. Dann bis gleich. Tschüss.